Heute geht es um eine wichtige Warnung der geistigen Welt. Es geht um das Jahr 2024, um diese besondere Energie. Und ich werde euch jetzt in diesem Video live drei geistige Wesen channeln. Ich werde euch Erzengel Michael channeln, Atreus, der Kommandeur von den Plejaden, und Merlin. Und diese drei zusammen, das gibt eine ganz wichtige Botschaft, eine geballte Energie. Ihr müsst euch das unbedingt anhören. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Monika Neriana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Ich habe dir heute mal das kosmische Wissen von den Plejaden unter dem Video verlinkt. Schau es dir an, denn das ist die Gelegenheit, Atreus schon mal kennenzulernen. Er wird ja uns heute ein Channeling geben. Es geht also in diesem Video um das Jahr 2024 mit dieser neuen Energie, die richtig fühlbar ist. Ihr habt es gemerkt an den Bauernaufständen, ihr habt gemerkt, es ist etwas im Gange, was sonst noch nicht so war. In Deutschland tut sich was und das breitet sich dann aus über ganz Europa. Dieses Jahr ist zu verstehen wie ein Schlüsseljahr. Denn das, was in diesem Jahr entschieden wird oder getan wird, wird die Zukunft gestalten. Und zwar so, wie wir es entscheiden. Es liegt an uns, aktiv zu sein und tätig zu sein. Und die Botschaften der geistigen Welt, sie rufen uns auf, aktiv zu werden. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Sagen Sie, jetzt ist die richtige Energie da. Wir haben die kosmische Energie des Wendepunktes, die in diesem Jahr sehr intensiv auf die Erde strömt und uns unterstützt. Das heißt also, wir werden in diesem Jahr eine große Klarheit bekommen, eine sehr große Klarheit bekommen, und wir werden in der Lage sein, das Schicksal der Welt zu ändern. Und das ist so etwas ganz, ganz Großes. Und das ist übrigens auch das Thema von unserem Smarana-Festival, was ja im Juni in Kirchheim wieder stattfindet. Das Thema heißt, wir ändern das Schicksal der Welt. Und es wird wieder geheime Übungen geben, es wird wieder Dinge geben, die wir da zusammen machen, die sonst niemand macht. Und ich freue mich schon auf euch, ich habe auch schon Anmeldungen. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch an, unter dem Video ist der Link. Und Atreus ist ja der Kommandeur des Galaktischen Rates und er wird ja heute diese Botschaft auch zu uns sprechen. Und Atreus hat ja auch ein Webinar für uns gestaltet mit vielen Anleitungen, mit vielen Übungen, Heilübungen aus der neuen Energie des kosmischen Wendepunktes. Das wollte ich nur ganz kurz sagen, also auch dafür ist der Link unter dem Video. Ganz wichtig ist zu wissen für dieses Jahr, dass wir mit der Unterstützung der geistigen Welt sehr viel Kraft in uns haben werden, um das Schicksal der Welt zu ändern. Dieses Jahr ist wirklich dieses Schlüsseljahr, das entscheidende Jahr. Deswegen sind auch diese drei Botschaften sehr, sehr wichtig. Ich habe auch schon auf Telegram immer wieder mal Übungen eingestellt, die uns stärken. Und heute werden wir also von Michael, Atreus und Merlin nochmal einen Mix von Energien bekommen. Und diese drei Channelings, das habe ich noch nie gemacht auch, die zusammen, die haben so einen Effekt, dass sie uns enorm unterstützen werden. Und ihr werdet auch in euch eine Klarheit empfinden, wie ihr euren Weg weitergehen könnt. Und jetzt möchte ich eigentlich auch gar nicht länger reden, sondern ich möchte mich gleich mit den drei Entitäten verbinden und euch die Botschaften überbringen. Wenn du gerne immer wieder die neuesten Botschaften erfahren möchtest, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Das ist ja kostenlos, und auch die Glocke aktivieren, und so bekommst du dann immer eine Mitteilung von YouTube, wenn ein neues Video von mir herauskommt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit den drei Botschaften und teilt das Video, damit ganz viele Menschen diese Botschaften erhalten, denn sie sind
tragend für dieses Jahr. Alles, was dieses Jahr geschieht, ist als in Energie in diesen Botschaften enthalten und wird uns wundervoll unterstützen. Geliebte Menschen der Erde, ich bin Erzengel Michael, der Hüter des göttlichen Willens und der Stärke. Heute spreche ich zu euch und zu dir über die unermessliche Kraft eurer Gedanken. Eure Gedanken sind wie funkelnde Sterne im Universum eures Geistes. Sie haben die Macht, Licht in die Dunkelheit zu bringen und die Realität um euch herum zu formen. Erinnert euch daran, dass jeder Gedanke, den ihr hegt, wie ein Samenkorn ist, das ihr in den Garten eures Seins seht. Mit Hilfe, Hoffnung und Glauben gepflegt, können diese Samen zu wunderschönen Blüten der Realität heranwachsen. Eure positiven Gedanken sind wie ein Bollwerk gegen die Stürme des Zweifels und der Angst. Sie sind euer Schild und euer Schwert im Kampf gegen die Schatten der Negativität. Ich lade euch ein, eure Gedanken bewusst zu wählen. Lasst sie von Liebe, Mitgefühl und Verständnis durchdrungen sein. Wenn ihr auf Hindernisse oder Herausforderungen stoßt, erinnert euch daran, dass eure Gedanken die Macht haben, Barrieren zu überwinden und Wege zu ebnen. Wo Licht ist, kann Dunkelheit nicht bestehen, und eure lichtvollen Gedanken sind das strahlendste Licht überhaupt. Ihr, die ihr Träger des göttlichen Lichtes seid, habt die Fähigkeit, eure Realität zum Besseren zu verändern, indem ihr eure Gedanken lenkt. Glaubt an euch selbst, an die Kraft, die in euch wohnt und an die Liebe, die euch immer umgibt. Denn in jedem von euch leuchtet ein Funke des Göttlichen und durch diesen Funken könnt ihr Wunder bewirken. Und ich sage es jetzt ganz deutlich, es ist jetzt an der Zeit, aktiv zu werden. Die Zeit des Wartens ist vorbei und ihr habt die Kraft in euch, um euch selbst, um alles zu kümmern. Ihr seid gesegnet mit Klarheit, Mut und der unerschütterlichen Kraft des Glaubens. Geht jetzt aktiv voran mit der Gewissheit, dass eure gedankliche Kraft ein Geschenk des Himmels ist, ein Instrument der Veränderung und der Manifestation. Ich, Erzengel Michael, bin immer bei euch, als Führer und Beschützer auf dem Weg des Lichtes. Und so verabschiede ich mich jetzt, um Atreus das Wort zu übergeben. Geliebte Herzensmenschen, mit dem Segen des Lichtes von den Plejaden begrüße ich euch. Ich bin Atreus, der Kommandeur des Galaktischen Rates, der über die unzähligen Sterne wacht. Heute erreiche ich euch mit einer Botschaft der Hoffnung und der Anerkennung für die beeindruckende Kraft, die in jedem von euch liegt, die Kraft eurer Gedanken. Eure Welt, ein leuchtender Edelstein im Gewebe des Universums, ist ein Zeugnis der Stärke und des Potenzials, was in jedem von euch schlummert. Und jeder Gedanke, den ihr hegt,
ist wie ein leuchtender Strahl, der in die Weiten des Kosmos ausgesendet wird. Eine Welle, die durch das Universum Halt und Schöpfung bewirkt. Ich lobe euch für eure Fähigkeit, inmitten von Herausforderungen Hoffnung zu bewahren und für euren unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft. Eure positiven Gedanken sind wie leuchtende Leuchtfeuer in der Dunkelheit, die Wege erleuchten und neue Möglichkeiten erschaffen. Und ich ermutige euch, jetzt in die Tatkraft zu kommen. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Ihr seid aufgefordert, aktiv zu werden, damit die große Wende geschehen kann. Ich ermutige euch, in eurer Kraft zu stehen und die unendliche Weisheit, die in euch wohnt, zu nutzen. Lasst eure Gedanken von Liebe, Frieden und Einheit getragen sein. Erinnert euch daran, dass ihr die Schöpfer eurer eigenen Realität seid. Mit jedem Gedanken, den ihr wählt, formt ihr nicht nur eure persönliche Welt, sondern tragt auch zum kollektiven Bewusstsein und zum Wohl des gesamten Universums bei. Und so ermutige ich euch noch einmal, jetzt aktiv zu werden und das Schicksal nicht mehr den anderen zu überlassen. Ihr seid so wichtig. Ihr, die mutigen Seelen der Erde, ihr habt bereits so viel erreicht, aber ihr seid fähig, noch viel mehr zu bewirken. Glaubt an eure innere Stärke und euer Licht. Wisset, dass wir, der Galaktische Rat, euch in euren Streben nach Wachstum und Harmonie unterstützen wird. Ihr seid niemals allein auf eurem Weg. Seid gesegnet mit Klarheit, Mut und der unerschütterlichen Kraft des Glaubens. Geht voran mit dem Wissen, dass eure Gedanken mächtige Werkzeuge der Veränderung und Manifestation sind. Geht voran und werdet aktiv, denn ihr tragt das Licht der Liebe in euch. Und ihr seid geschützt und gesegnet. Und so sende ich euch den Segen des Lichtes zum Abschied, um das Wort an Merlin weiterzugeben. Geliebte Menschen der Erde, ich bin Merlin, der Wächter alter Weisheiten und mystischer Mächte. In diesem entscheidenden Jahr, das ihr als den Wendepunkt für alles erlebt, rufe ich euch zu einer tiefen Erkenntnis und dringenden Handlung auf. Eure Welt steht an der Schwelle einer bedeutenden Transformation. Die Macht, die diese Veränderung lenkt, liegt in euren Händen, geformt durch die Gedanken, die ihr hegt und die Taten, die ihr vollbringt. Ihr seid nicht nur Zeugen dieses Wandels, sondern auch seine Schöpfer. Erinnert euch daran, dass jeder Gedanke, jede Vision, die ihr in eurem Herzen nährt, wie ein mächtiger Zauber wirkt, der die Realität um euch herum gestaltet. Und dies ist das Jahr, in dem eure Gedanken und Handlungen von entscheidender Bedeutung sind. Vor allen Dingen die Handlungen und die Aktivität
sind wichtige Dinge, die ihr tun solltet. Ihr habt die Macht, eine Welt des Friedens, der Harmonie und des Wohlstandes zu erschaffen. Oder ihr habt die Wahl, in die Pfade des Zweifels und der Unruhe zu verfallen. Und so ermutige ich euch, eure inneren Kräfte zu mobilisieren, eure Visionen mit Klarheit und Absicht zu nähren und jetzt aktiv zu werden. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Lasst eure Gedanken von Liebe, Mitgefühl und Mut durchdrungen sein. Vergeudet keine Zeit mehr im Reich der Unsicherheit und der Angst, sondern ergreift die Zügel eures Schicksals. Mit dem mystischen Heilgeist, der in mir ruht, sende ich euch Stärke und Weisheit. Erinnert euch, dass in jedem von euch ein Funke der Schöpferkraft liegt, der fähig ist, Wunder zu bewirken. Und ich sage euch, ihr seid mächtiger, als ihr es euch jemals vorstellen könntet. Dieses Jahr markiert den Anfang einer neuen Ära. Lasst es das Jahr sein, in dem ihr aktiv entscheidet, eure wahren Kräfte zu entfalten und die Welt zum Besseren zu wandeln. Werdet aktiv und bestimmt das Schicksal der Erde mit euren Kräften. Vertraut auf eure innere Stärke und Weisheit und handelt mit dem Mut eines Herzens, das weiß, dass es Teil eines großartigen kosmischen Planes ist. So seid gesegnet mit meiner Liebe und dem Geheimnis, die das Universum in sich birgt. Geht voran mit dem Wissen, dass eure Gedanken und besonders eure Taten den Lauf der Geschichte bestimmen werden. Ich bin Merlin, euer Verbündeter im Geiste, der euch auf eurem Weg der Veränderung unterstützt. Und so verabschiede ich mich voller Liebe und Achtsamkeit von euch. Der Konsens aus diesen drei Botschaften heißt einfach, werdet jetzt aktiv. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Und so verabschiede ich mich in dieser Energie von euch. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.